Lauf! Oh, oh mein Gott, die Steine schlafen fast eine. Was soll eine Falle sein? Episch. Die Steine schlafen fast ein. Beim Verfolgen. Fickt euch jetzt, mein Gott, du, also die Gegner, die regen einen auf hier. Ist wieder abartig hier. Fledermaus Battle. Haha, die schlafen fast eine. Ja, ich gehe jetzt nochmal zurück, weil ich habe gerade auf der Map den Geheimgang gefunden, wie ich zu dieser roten Kiste komme. Und ich möchte wirklich wissen, was in dieser Kiste drin ist. Ist immer eine rote Kiste. Und das ist auch ganz tricky gemacht, also... Und zwar, der Geheimgang ist erst hier. Dann geht's irgendwann... Also da muss man jetzt ein bisschen spielen. Irgendwann geht's dann nach oben. So, und dann nach links. Ein Opferdolch. Ein Opferdolch. Du Opfer, komm her. Und dann nach links, dann nach oben, dann wieder nach links und dann sind wir wieder hier. Gut, ich denke, der Opferdolch ist, für wen ist der denn? Ist das eine Quest? Oh, ein uraltes Relikt. Oh, das ist eine Quest. Der Opferdolch, das ist ein Questgegenstand. Allerdings weiß ich gerade nicht für wen. Sagt mir gerade überhaupt nichts. Ich habe auf jeden Fall keine derartige Quest angenommen. Das hier ist auch wieder sowas Lustiges und zwar... Ah, hier muss man sich auch wieder erst den richtigen Weg bahnen. Es sei denn, man geht einfach außen rum. Geheimgang. Durch diesen Geheimgang umgeht man diese Falle einfach. Ist um einiges nervensparender und zeitsparender, meine ich. Also einfach nur zu empfehlen. Na, 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 na. Oh, was geht hier ab? What the fuck? Tanzende Steine. Hey! Interessant. Oder auch nicht. Nein, nein, nein. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ach, verpiss dich, you bastard. Wow, fick dich. Ihr macht ja Schaden, ihr macht ja gar nichts. Nein, 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 nein. Bin ich hier richtig? Ich weiß nicht, ich muss auf meiner Karte gucken. Ah, ich glaube, hier gibt es nur die Kisten. Mehr nicht. Ja, hier gibt es nur die Kisten. Speicherstein. Der Blutfiole. Eigentlich sind die ganzen Items, die man hier bekommt, völlig nutzlos. Und hier ist noch ein Kistle. Was kriegen wir hier? Ein mystischer Ring. Aha. Na 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 na. Leck mich doch am Arsch jetzt, mein Gott. Na 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 na. So, jetzt geht's wieder nach unten und oh! Na 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 na. So, jetzt erstmal checken, wo es lang geht. Okay, jetzt erst gehen wir auf diese Seite. Denn unten gibt es zwei Truhen. Und ihr wisst ja, ich liebe Truhen. Na 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 na. Aha. Na na na. Hier gibt es auch einen Geheimgang wieder. Irgendwo hier. Hä? Flammentrank. Hier gab es doch einen Geheimgang. Was geht ab jetzt? Da weiter oben. Hier, ah. Na, na. Kommen wir nämlich zu der Kiste. Antiker Vampirring. Aha. So ein Shit braucht echt kein Mensch. Na, 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 na. So. Dann auf die andere Seite. So ein Shit braucht echt kein Mensch. Der Dungeon selber ist eigentlich sehr interessant aufgebaut. Also, ich finde ihn cool gemacht. Na, 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 na. Hier gibt es wieder einen Geheimgang. Na 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 na. Oh, ein Gegner. Flugdrache. 4000 Fila. Bam. Ich werde hier richtig Millionär. Nein. Filianär. Ja, fick dich doch jetzt. Naja, ich glaube, hier muss man auch irgendwie besonders im Zickzack rumlaufen oder so. Damit man den Flammen umgehen kann. Ja, das war's. Okay. Na, 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 na. Jetzt sind wir bei Lufia gelandet. Hahaha. Die siebte Ebene sind wir jetzt. Okay.
What the fuck? Was war das denn jetzt? Ey, was sind das für Dinger? Hier wachsen Stacheln aus dem Boden. Höllenhunde! Das ist pervers. Diese Stacheln sind pervers. Hier ist ein Geheimgang. Trank der Ewigkeit. Der hält ewig. Ja, der Höllenhund auch. So. Oha, was geht ab hier? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Where am I now? Na, 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 na. Ich muss aber noch in der gleichen Ebene sein. Irgendwie. Moment, ich muss mich gerade. Ich muss gerade selber mal durchblicken, hä? Ne, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Mein Gott, fick dich doch jetzt. Na, na, na. Oha, 1000 Wege und kein Mensch weiß, wohin. Der Drachenzombie schon wieder. 1000 Wege. Okay, hier bin ich, glaube ich, komplett falsch jetzt. Also hier bin ich, glaube ich, total am Sack. Ist ein Geheimgang. Hä? Das Level ist verwirrend, das ist echt verwirrend. Ich erinnere mich noch das erste Mal, wo ich dieses Spiel gespielt habe und wo ich so weit gekommen bin. Oh Mann. Ich hatte absolut keinen Plan. Absolut keinen Plan, wohin und wie und was. Und hier gibt es einen Geheimgang übrigens. Mit einer Blutrune. Na, 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 na. Mal sehen, wo es da lang geht. Na, 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 na. Ah, okay. Natürlich. Na, 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 na. Ein Wundverband. Also das ist ja was, das braucht kein Mensch mehr mittlerweile. Na, na, na. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Ein Blutelixier. Oh Mann. Mann, jetzt ist ja mal gut, ey. Okay, wo es jetzt lang geht, weiß ich auch wieder nicht. Scheiße, da war ein Geheimgang da hinten. Ah, das heißt wieder zurück. Da war ein fucking shit Geheimgang. Oh, so, so. Jetzt nervt doch nicht, Menschenskinder. Der Dungeon besteht eigentlich nur aus Geheimgängen. Ist echt krass. Vampirstein. Oh, das ist mal was Sinnvolles. Immer wieder gerne. Na 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 na. Ja, komm, ist egal. Na na. So, wo geht's weiter? Fick dich. Jetzt bin ich hier. Gehen wir da mal weiter. Na 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 na. Und da geht es wieder nach oben, nach unten und nach oben und nach unten. Hier gibt's eine Kiste. Irgendwo. Versteckt hinter der Säule mit einem Heilelixier. Aha. Na, na. Na, jetzt gehen wir nach oben. Oh, verdammt, warum ist das so dunkel? Merkwürdig, ich kann auch nicht besonders weit sehen. Diese Dunkelheit ist magischer Natur. Der normale Dunkelheit ist für Vampire ja kein Problem. Oha, das erinnert mich alles so ein bisschen an FF5. Da gab es auch stellenweise solche Dungeons. Moment. Solche Abschnitte. So. Aber mit der Map neben mir ist das alles kein Problem. Eine Kiste gibt es hier, die ich gerne haben möchte. Na, 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 na. Es sieht jetzt verwirrend aus, aber es ist gar nicht so verwirrend. So, dann geht's nach oben und dann nach da und dann wieder nach oben und hier ist eine Kiste. Mit, super, mit dem Speicherstein. Na, 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 na. So, jetzt geht's da lang. Da nach oben. Hier ist ein Geheimgang irgendwo. Nerv nicht. Oha, noch ein Vampirstein. Was geht ab? Hier ist auch eine Kiste. Ein Wundverband. In der einen Kiste kriegst du was Geiles und in der Kiste kriegst du den Rest letzten Dreck. Drei Höllenhunde. Oh, wie süß. Wauzi, Wuffis. So. Ja, es geht noch weiter mit der netten Dunkelheit. Es geht noch weiter. Moment, wo sind wir jetzt?
Okay, wer auch immer diese schlechte Lösung geschrieben hat, aber die wollen mich natzen, weil jetzt bin ich, irgendwo, wo ich gar nicht sein wollte. Wo bin ich denn jetzt? Menschenskinder. Ah, ach so, ja, ich bin hier. Der 10. Ebene mittlerweile schon. So, da ist eine Kiste einmal, Vampirstein. Aber wir müssen den ganzen Komplex außen rum nehmen. Na, sondern nach unten. Immer nach unten. Dann da. Und dann hier oben kommen wir zu einer Kiste. Ein Kristallsäbel. Und dann geht es nach oben irgendwann. Yay, yeah, und das war's. So. Dann sind wir jetzt in Ebene 11. Da muss es irgendwie nach unten gehen. Auf der Seite ist eine Kiste. Ein Esper-Schild. Okay. Dann geht's da hoch. Nein, das war genau der falsche Eingang. Hier muss rein. Dann nach links. Dann nach oben. Verdammt, nach rechts hätte ich müssen. Da wäre nämlich eine Kiste gewesen. Esper-Helm. Und gleich kriegen wir die Esper-Ifrit. Shiva kriegen wir auch noch gratis geschenkt. So, jetzt müssen wir nach oben. Dann nach rechts. Und nach unten. Und da ist die Treppe auch schon. Oh, diese verdammte Dunkelheit muss doch bald ein Ende haben. Abraxas hat wohl etwas gegen unerwünschten Besuch. Die Dunkelheit bedeutet nur, dass wir uns dem obersten Stockwerk nähern. Ah, gut gedacht. So, das ist jetzt auch wieder etwas komplexer hier. Hier gehen wir einfach nach unten, da kommen wir zu einer Kiste. Die Infinum-Rüstung, what the fuck? Oha, ist aber scheiße. Oh, vielleicht besser wie die Schmerzrüstung. Nein, dieser Kacke. Oh, Scheißdreck. So. Dann gehen wir in den zweiten Trakt rein. Hier gibt es nämlich einen Geheimgang. Verdammt, ich muss in den dritten, nicht in den zweiten. Hier gibt es gar nichts. Da muss ich rein. Hier gibt es einen Geheimgang. Irgendwo, der uns zu einer Kiste führt. Mit einem weiteren Vampirstein. Oh, das ist cool. Hier kann man richtig gut Vampirsteine sammeln. Gefällt mir. So, und dann. Was? Lass mich fliehen, du Bastard. Ich schwör's dir. So, da müssen wir runter. Wir gehen allerdings eins weiter. Da gibt es nämlich wieder eine Kiste. Ja, mehr gibt es hier. Im Moment nicht, bin ich der Meinung. Oder doch? Doch, ich glaube, ich muss erst nach ganz außen gehen. Ich muss da noch erst runter. Der Höllenfürst. Den haben sie aus Lufia freigelassen, oder was? So. Ah, hier ist nochmal eine Kiste. Mit 100 Fehler. Ich lach mich schlapp. So, jetzt müssen wir hier rein. Nein, Quatsch, verdammt, was mache ich denn? Das war jetzt Nummer 3. 1, 2, 3, 4, 5. Hier müssen wir rein. So, und da sollte es weitergehen. Ah, hier gibt es nochmal einen kleinen Geheimgang. Mit einem Fleischreißer. Endlich. Hier sieht es ja schon beinahe luxuriös aus. Er muss viel Geld haben, wenn er sich so einen Turm bauen konnte. Hat er den sich selber gebaut, oder was? Oder hat er Arbeiter für sich engagiert? Na, kann ich mich hier nicht vorstellen. So, jetzt sind wir auf der 12. Ebene, glaube ich. Die vorletzte. Nein, die vorletzte. Also die 12. Die 13. Ah, okay. So, jetzt gerade mal gucken, was es hier so alles gibt. Wo bin ich denn? Hallo. Hä, auf welcher Ebene bin ich denn jetzt? Die wird hier gar nicht angezeigt. Moment mal. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Keine Ahnung, wo ich bin. Egal, ich werde es schon irgendwie rausfinden.
Wenn die scheiß Kämpfe nicht nerven würden. Aber irgendwo hier muss man, glaube ich, dieses Quest-Item finden. Ja, überrascht die Gegner, bla bla. Allerdings, ja, tut mir leid, Leute, es passiert eigentlich gerade im Moment gar nichts, außer dieses Turm, diesen Turm hier. Er ist aber der größte Dungeon, der jetzt noch vor uns steht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.